habe damit gerechnet und ich freue mich darüber, dass ihr da seid. Nicht, dass ihr wenige seid, sondern dass ihr da seid. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Sonntag Trinitatis, ein oft nicht besonders beachteter Festtag, an dem die Dreieinigkeit Gottes unser Thema ist. Deswegen singen wir von dem dreieinigen Gott in dem Lied Nummer 139, und zwar die Verse 1 bis 3. Nicht nur 1 und 2, der Heilige Geist ist die dritte Strophe. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich freue mich, dass Anthony Orgel spielen kann. Dankeschön. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Gnädig und barmherzig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte. Dein Reich ist ein Reich, ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir rufen den dreieinigen Gott an und beten miteinander. Du, Schöpfer, aus deinen Händen empfangen wir jeden neuen Tag unseres Lebens. Du, Erlöser, deine Liebe erlöst uns von unserer Maßlosigkeit und von unserer Selbstbezogenheit. Du, Tröster, dein Atem lässt uns leben und vertrauen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Der dreieine Gott, befreie uns von Schuld und öffne uns die Tür zum ewigen Leben. Amen. In Gott sind wir geborgen. Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden, ruft der Apostel Paulus uns zu. Nichts Hohes, nichts Tiefes, keine Kreativität, keine Kreatur, denn in der Liebe Gottes sind wir verbunden mit Gott durch Christus. Darum beten wir. Gott des Himmels und der Erde, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dein Wort hat die Welt erschaffen, dein Wort erlöst und befreit, dein Wort tröstet und heilt. Sprich zu uns, sprich, damit alle Welt hört, sprich und verwandle die Welt nach deiner Liebe, heute und alle Tage. Amen. Wir nehmen Platz und hören die Lesung des heutigen Tages aus dem Buch des Propheten Jesaja. Bei Jesaja, die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voller Rauch. Da sprach ich: Weh mir,
Ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Heilig ist Gott, der Herr Zebaoth, und er verbindet uns rund um die Erde mit Millionen, Milliarden Menschen. Gemeinsam verbinden wir uns jetzt mit ihnen, indem wir unseren apostolischen Glauben bekennen. Ich lade ein, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen Platz und vielleicht haben es schon einige bemerkt, wenn wir die Maske aufhaben, dürfen wir nach den neuesten Regeln, die wir befolgen müssen, inzwischen auch wieder singen. Also mit Maske dürfen wir mitsingen. Es geht ein bisschen besser.
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Evangelium des heutigen Sonntags ist zugleich auch Predigttext. Es ist ein Stück aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht neu geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel gefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott segne unser Hören und Reden, dass wir leben in deinem Geist. Amen. Liebe Gemeinde, laut dem Evangelium lebt Jesus ein radikales Verständnis seines jüdischen Glaubens, denn er sieht das Heil der Welt nicht erst in ferner Zukunft kommen, sondern eben jetzt in seinen Tagen anbrechen. Darin geht er weiter als die Pharisäer, radikaler ist er als die Schriftgelehrten und trägt doch eine Kritik vor, die schon im Talmud vorkommt, dem großen Lehrbuch des Judentums zur hebräischen Bibel der Tora. Wir wissen, seine Radikalität kostet Jesus das Leben. Die Römer statuieren ein Exempel an ihm, denn
Jesus hat sich mit den Tempelpriestern überworfen. Sie verhaften ihn, verurteilen ihn als Gotteslästerer und das entscheidende Todesurteil spricht dann der römische Statthalter Pontius Pilatus. All diese Erzählungen täuschen nicht darüber hinweg, wie freundschaftlich Jesus den Pharisäern verbunden war. Und das eben erzählt auch das heutige Evangelium von Nikodemus. Obwohl er Mitglied des Hohen Rats und ranghoher Pharisäer ist, trifft er sich mit dem Rabbi Jesus. Allerdings im Schutz der Nacht. Respektvoll fragt er ihn: Bist du der Meister, der von Gott kommt? Stimmt das, was die Leute sagen? Den Zeichen nach, die du tust, musst du es doch sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser langen Rede, die dann folgt in drei verschiedenen Anläufen, immer mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich sage dir, antwortet Jesus. Über die Neugeburt des Menschen aus Wasser und Geist geht es kompliziert und ein bisschen für unsere Ohren theoretisch klingt das fast. Und schließt dann mit diesem wunderschönen Satz: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was ist also die Antwort? Ja, sagt Jesus, ja. Er versteht sich als Gottes Sohn. Eine indirekte, aber doch eine klare Ansage steckt in diesen kurzen Antworten Jesu. Und es ist im Grunde eine steile, herausfordernde Antwort. Wir wissen auch, warum sie im Johannesevangelium so prononciert dasteht. Zu der Zeit war es nämlich eine Streitfrage. Wie könnt ihr, fragten fromme Juden, die Christen, wie könnt ihr Gott in Frage stellen, indem ihr Jesus als Sohn Gottes betrachtet und verehrt? Sohn Gottes. Der Streit eskaliert, die Christen werden aus der Synagoge hinausgetrieben und das Johannesevangelium weithin ist auch ein Dokument dieses Streits. Aber in der Folge haben Christen umgekehrt Juden als Leugner, als Christusmörder und Kinderschänder verfolgt, verketzert, verurteilt. Antisemitismus, Pogrome, Ghettoisierung und Vernichtung des europäischen Judentums waren die Folge und mit der Liebe, die Christus gepredigt hat, hat das alles nichts mehr zu schaffen gehabt. Ja, auf dem Christentum liegt bis heute die Schuld für die hasserfüllte Verfolgung Andersgläubiger. Denken wir auch an die Kreuzzüge und an all die Dinge, die das Christentum verbrochen hat, bis hin zu seinem Schweigen im Holocaust. Aber eben deshalb ist heute wohl auch vielen bewusst, wie wichtig es ist, statt Hass Versöhnung zu suchen und zu leben. Zwischen Juden und Christen, aber auch darüber hinaus, Verbindungen zu suchen zum Islam, und Gespräch, Dialog mit allen Religionen. So haben wir auch im Schutz der Nacht, in der langen Nacht der Kirche, haben wir auch den Dialog gesucht. Zwischen Christen und Aleviten, Evangelischen und Aleviten. Die Frage, ob Jesus Gottes Sohn ist, war spürbar irgendwie ein Thema zwischen uns Christen und
der Nichtchristen. In anderen Fragen können wir uns sicher gut einigen. Es war sehr schön, wie die Aleviten betont haben, dass wir Spiegelbild Gottes sind. Ebenbild Gottes, sagt die Bibel. Aber so sehr in jedem Menschen Gott selbst erkennbar ist, fragen wir doch mit Nikodemus, sind wir nicht alle sterblich? Worin liegt denn die Rettung, die Erlösung des Menschen und der Welt? Und mit Jesus haben wir auch unsere Antwort. Seine Antwort ist deutlich an Nikodemus und sie lautet, die Rettung kommt von außen. Menschen können sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Not, der Angst, der Schuld herausziehen. Aber wenn wir vom Geist Gottes neu geboren werden, begabt, beschenkt, dann werden wir zu neuen Menschen. In der Taufe haben wir diesen Geist Gottes doch geschenkt bekommen. Um dieses Menschwerden des Menschen ringen ja auch die Aleviten. Sie sehen in jedem Menschen ein Stück weit Gott gegenwärtig und meinen, das muss noch viel mehr so werden. Wir müssen dem noch viel mehr entsprechen, uns besser an ihn halten, an das halten, was Gott in uns hineingelegt hat und was Gott in der Schöpfung bedeutet. Gut, als Christen beantworten wir diese Frage anders. Wir sagen, in dem unerkannten, bekannten, ja vielleicht verkannten Menschensohn Jesus offenbart sich der allmächtige Gott unter uns sterblichen, begrenzten Menschen. Der Schöpfer, wie die Theologie das bezeichnet hat, inkarniert, wird Mensch. Gott bleibt nicht weit weg und fern, sondern wird Mensch, dir Mensch zugute. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und doch, liebe Gemeinde, und doch bleibt die Frage des Nikodemus. Sie begleitet auch mich und dich. Was heißt Leben? Woher kommen wir? Was hält und trägt unser Leben? Wohin führt es mich? Welchen Sinn macht es? Jesus antwortet einfach, wir leben, weil Gott es will. Durch jeden Atemzug, der uns leben lässt, 15 Mal pro Minute atmen wir Geist Gottes. Die Schöpfungsgeschichte erzählt es so, Gott bläst dem Menschen seinen Lebensodem, die Ruach auf Hebräisch ein, Wind, Hauch. Atem, Gottes Gabe ist es, dass wir leben in seinem Geist. Mensch, sagt Jesus, wende den Blick. Höre auf mit ewigen Versuchen, es endlich selbst schaffen zu müssen. Endlich Erlösung zu erreichen durch dein Tun. Schau auf Gott. Denk an Mose, der in der Wüste die Schlange aufrichtet, damit die Menschen den Blick wenden, weil Gott befreit. Wende den Blick fort vom Tod und schau auf Jesus, getauft
lebst du. Im Namen Jesu. Dem Sterben ausgesetzt. Aber wie Jesus auferstand, sind auch wir aus dem Taufwasser aufgetaucht, neu geboren, neu geschaffen. Unerwartet, wie Wind und Wolken, begegnet neues Leben, wird uns Gottes Geist eingehaucht und wir auferstehen zu einem neuen Leben in seinem Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist, sagt Jesus. Ja, in dem Sinne widerspricht der christliche Glaube dem, was wir von den Aleviten hören und allen, die den Menschen in der Kraft sehen, aus sich selbst heraus sozusagen, natürlicherweise für erlösungsfähig zu halten. Nein, sagt uns die Bibel, das sind wir nicht. Wir sind erlösungsbedürftig und nicht erlösungsfähig. Aber doch schenkt uns Gott in Jesus die Erlösung. Bekommen wir diese Kraft tatsächlich? Ja und nein, wir bleiben Sünder im Sinne der Bibel. Wir haben die Erlösung nicht in uns, als wäre sie etwas, was wir eh immer haben und nur aus der Tasche ziehen müssen notfalls. Nein, wir sollten uns sogar hüten, das zu glauben. Denn der menschliche Schweinehund macht gerne das Vorläufige zum Endgültigen und erhebt sich selbst dann als Maßstab. Und wir wissen, wohin das führt. Christsein ist das Wissen um die Relation, liebe Gemeinde. Die Verbundenheit des Lebens mit dem Größeren, Heiligen, mit der Kraft, die alles menschliche Verstehen übersteigt. Darum eignet unserem Glauben eine Demut. Glaube, Liebe und Hoffnung sehen in Jesus Christus Gott am Werk. Denn, um es mit den Worten der Bibel zu sagen, nicht Haut und Knochen beten wir an, sondern Gott allein. Immerhin, also auch Muslime sehen in Jesus einen Propheten, Issa, der das Wort Gottes empfängt, um Brücke zu werden zum Himmel. Mensch und Gott verbinden sich und finden zu Gott. Menschen finden auf dieser Brücke zu Gott. Aleviten erklären, das Wort Gottes wirkt längst in mir und ich muss es aber lernen, ihm gemäß richtig zu leben. Gut, so schließe ich. Als Christ sage ich, in Jesus öffnet mir Gott die Tür zum Paradies. In ihm befreit Gott uns Menschen von mir selbst, von uns selbst und erschafft uns neu. Nicht in uns, in unserem Selbst, sondern in dem Tun Gottes für uns liegt die Erlösung. Extranus pornos, sagen die Lateiner. Außer uns, für uns geschieht das Heil. Freilich, darin gebe ich jetzt den Aleviten schon recht. Und wir sind als Christen oft viel schleißiger als sie. Wenn ich das geschenkt bekomme, was der Glaube meint, dann muss ich auch noch, oder kann ich auch, nach diesem Gesetz, nach diesem Geist leben.
und meinen Weg als Gerechter gehen. Dazu fühle ich mich verpflichtet. Amen. Singen wir gemeinsam: Großer Gott, wir loben dich. Miteinander, lasst uns beten zu dem dreieinigen Gott. Du, dreieiner Gott, du hast uns das Leben gegeben. Du willst unser Glück. Du lässt uns aufatmen. Wir gehören zu dir. Wir sind deine Geschöpfe. So bitten wir dich um Lebenskraft für deine Schöpfung. Wir bitten für die Kranken in unserer Nachbarschaft und in der Ferne. Wir bitten für die Trauernden. Du kennst ihre Namen. Schöpfergott, wir bitten dich für die Erschöpften. Erbarme dich. Wir rufen gemeinsam: Erbarme dich. Wir gehören zu dir. Du rettest und bringst Frieden. Wir bitten dich um Versöhnung in deiner Schöpfung. Wir bitten dich für die, die einander Feind sind unter den Völkern. Israel, Palästina, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Mitte. Wir bitten für die, die nach Rettung schreien, in Gefängnissen, Folterkellern, auf der Flucht. Erlöser Jesus Christus, wir bitten für die Friedlosen, erbarme dich.
Wir rufen gemeinsam: Erbarme dich. Wir gehören zu dir. Du schenkst uns neuen Atem. So bitten wir dich um Hoffnung für deine Schöpfung. Wir bitten für die Suchenden, die Ratlosen und die Wütenden. Wir bitten für die, die enttäuscht sind von anderen Menschen, vom Glauben und der Kirche. Gott, Heiliger Geist, wir bitten für die Sehnsuchtsvollen. Zu dir rufen wir, erbarme dich. Du dreieiniger Gott, schenke uns deinen Atem, deine Liebe und deinen Frieden heute und alle Tage. Darum bitten wir dich mit den Worten deines Sohnes Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir schließen mit dem Lied 170, Komm, Herr, Segen. Zuallererst bei Anthony Melk für die Orgelbegleitung und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch dich heute wieder mit unserer Stimme begleiten konnten. Dankeschön. Der nächste Gottesdienst ist am 6. Juni um 10 Uhr mit Pfarrer Wolfgang Olschbauer als Livestream-Gottesdienst mit einem Link zum YouTube-Kanal und auf der Homepage schriftlich bereitgestellt. Leider entfällt aber der Familiengottesdienst am 6. Juni wegen der Generalsynode in Graz. Wir danken für die Kollekte am vergangenen Sonntag in Höhe von 97 Euro. Die Kollekte heute erbitten wir wieder für unsere eigene Gemeinde. Gerade jetzt in der Krise möchten wir denen helfen, die arbeitslos, fremd, hilflos oder arm sind. Wir danken allen, die uns helfen, zu helfen. Heute Abend um 18.30 Uhr laden wir ganz herzlich zu einem besonderen Konzert ein. Wir begrüßen in unserem Haus der Begegnung das lateinamerikanische Kammermusiktrio Natalie Ramirez und Felipe Rubio, die als Tangara-Duo aus Kolumbien mit der Querflöte spielen und Lisa Hilti wird sie auf der Harfe begleiten. Der Eintritt von 15 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Studierende ist an der Abendkasse zu bezahlen. Wir bitten, sich zu registrieren und
den Corona-Test, Impfausweis oder Antikörpernachweis vorzulegen. Das sind die 3Gs, die kommen jetzt noch einmal vor. Am kommenden Dienstag, den 8.6., laden wir wieder zu unserem Frühstück ein unter dem Motto »Keiner frühstückt gern allein«. Auch da bitte wieder die 3Gs zu beachten. Am Mittwoch, den 9.6., laden wir ein zu einer Seniorenrunde in den Gemeindesaal, und zwar wird um 14.30 Uhr als Gast die Frau Bürgermeister Andrea Kaufmann kommen und sie wird informieren über Corona-Zeiten in Dornbirn. Teilnehmer müssen sich auch hier wieder an die 3Gs halten. Ich erinnere abschließend an die Kollekte für soziale Zwecke mit einem Wort, das uns aufruft, etwas für unsere Nächsten zu tun. Öffne deinen Mund für die Stummen, für das Recht aller Schwachen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Sonntag und eine ganz gute Woche. Miteinander stellen wir uns unter den Segen unseres Gottes. Der Herr segne und behüte uns. Er lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und er schenke uns seinen Frieden. Amen. Am Schluss möchte ich noch kurz sagen, wer noch aufs Konzert will, muss sich beeilen, denn es sind jetzt schon 40 Personen registriert und 50 dürfen rein. Wer Nummer 51 ist, muss draußen bleiben. Drum, wer es noch kurz entschlossen tun möchte, jetzt gleich. Außerdem, nachdem wir unter der 10er-Grenze sind, hat sich die Beate getraut, einen Kaffee zu kochen. Es dürfen ein paar drunter naschen und dort einen Kaffee trinken. Ich danke allen, die da mithelfen.